Der namenlose Held hatte sich zuletzt nahe einer Ork-Siedlung mit Orks und Beißern angelegt. Und da geht's noch ein bisschen weiter. Ich habe nämlich erst 10 Lernpunkte. Das reicht nicht für die nächste Stufe, also für den nächsten Kreis der Magie. Da brauche ich noch eine Stufe. Noch 10 weitere Lernpunkte. Schattenläufer, scheiße. Wobei, ist das der, den ich kenne? Ich glaube, das ist der, den ich kenne. Ja, hier oben ist irgendwo dieser komische Kultplatz, wo es so nach unten entgeht, in so eine Zombie-Gruft oder irgend sowas. Das müsste da hinten sein. Dann weiß ich, wo ich bin. Oder? Ja, genau das meinte ich. Den Schattenläufer lasse ich mal in Ruhe. Gegen den helfen Feuerbälle nicht wirklich viel. Eispfeile, keine Ahnung. Könnte ich mal ausprobieren, wenn ich irgendwo säße, wo er mich nicht erreichen kann. Denn der frisst mich zum Frühstück. Kann ich denn... Komm hier. Schnell. Bärchen. Und weg. Ja, ich suche mir lieber ein paar weitere Orks. Die sind genau das richtige Kaliber im Moment. Und ich hätte gerne noch 100 Stück mehr davon. Und ich habe keine Schrittgeräusche mit Feuerball oder Feuerpfeil am Finger. Deswegen mal lieber... Nee. Telekinese, da. Ich habe doch hier irgendwo diese Brücke gehabt. Wo ist die denn? Ich glaube, ich habe mich völlig verlaufen. Ich laufe jetzt hier so lange rum, bis ich was finde. Da habe ich was. Waldbeeren und Orkblatt. Waldbeeren sogar zweimal. Nee. Oh, es wird schon wieder dunkel oder was? Oh Mann. Ob ich mich gerade hier aufs Ohr lege in dem ehemaligen Wegelagerer Bereich? Nee, also doch, ja, werde ich tun, aber es ist gerade ineffizient, weil ich volle Mana habe. Fast volle. Und eine Nachtruhe würde mir die ja regenerieren. Ach, da war die Brücke, genau. Dann lieber noch einmal ein bisschen rumballern. Und dann erst schlafen gehen. Ist ja auch noch ein bisschen hell. Hell genug, um was zu sehen und abzuschießen. Vor allen Dingen, wenn es ein Ork ist. So wie der da. Och Gott. Das tut mir ja schon fast leid. Einer. Den habe ich auch schon mal angegart. Ja, jetzt werde ich die Leichen wohl nicht plündern können, weil die jetzt gleich verschwinden. Ich lasse die erstmal zurücklaufen. Oder den. Ist es nur... Nee, ist mehr so. Oh. Vorsicht! Der ist nicht in so eine Brennstarre verfallen. Und ich war doch fast gesund und habe eine mega dicke Rüstung an. Und der haut mir die mit 2 Hieben kaputt. Oh, das ist echt gefährlich. Scheiß auf den Loot. Ich muss ja mit heiler Haut davonkommen. Ja, ich weiß. Ist ganz toll. Aber ich hüpfe dir davon, wie ein junges Reh. Ho. Einmal kurz checken. Dankeschön. Puh. Krusch, Urok. Und eine Essenz, 3 Höllenpilze und ein Orkblatt. Und jetzt werde ich den Helden nicht heilen. Jetzt lege ich ihn in die Haya da hinten, wo die Wegelagerer sich häuslich eingerichtet hatten. Ich hoffe, die Betten sind bequem, sonst
Naja, was heißt sonst? Ich habe sie ja schon umgehauen, was will ich denn noch mehr machen? Ja, dann wird geschlafen und am nächsten Morgen geht es nochmal über die Brücke. Da sind ja noch viel mehr Orks umzuhauen. Und so hoffe ich, den nächsten Stufenanstieg bald mal zu haben, um dann den dritten Kreis der Magie lernen zu können. Und dann wäre nämlich der Feuerball in Reichweite. Und damit könnte ich dann auch wahrscheinlich Schattenläufer umhauen. Das Stärkste, was ich bisher gefunden habe. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Steh auf. Und wieder an den Ort des Geschehens. Bisschen Tempo. Gut. Versuch dein Glück. Ich sehe drei. Nein, ach, ich sehe viel, viel mehr. Oh, der Clankrieger ist irgendwie. Ich hatte gerade den Eindruck, als ob die Clankrieger gar nicht von dem Feuerpfeil angeröstet werden. Das wäre sehr, 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 sehr ungünstig. Und ich sollte prophylaktisch mal in Richtung meiner Fluchtklippe laufen, weil ich nicht glaube, dass diese ganzen Orks wieder klein beigeben. Ja, ja, ja. Wobei, es hört sich jetzt so an, als wäre nur noch einer da. Vielleicht zwei. Ja, zwei. Aber sich umzuwenden bringt ja nichts. Einfach auf zur Klippe. Wenn es zwei sind, ist auch okay. Ich hoffe auf mehr. Dann fänge der Tag gleich wieder gut an. Oh, ja, mindestens zwei. Ich tippe auf drei. So, Daumen drücken. Oh, das sind vier. Mit anderen Worten 1000 Punkte, wenn ich euch alle gelegt bekomme. Oh, fünf sogar. Schön. Ja, lauft mal irgendwo hin, wo ich euch der Reihe nach wegrösten kann. Ja, läuft gut. Wobei, nee, läuft nicht gut. Der Clankrieger ist völlig immun. Das habe ich mir nicht eingebildet. Und damit habe ich durchaus ein Problem jetzt. Denn der Clankrieger. Moment, erstmal was trinken. Vielleicht muss ich ja einen Eispfeil probieren. Heilung, Licht, Telekinese, Feuerpfeil. Nehmen wir mit mal. Magie. Immer wieder Ruhe da unten. Eisblock, nein. Wo ist denn der Eispfeil? Da. Auf der 8. Ich weiß nicht, ob Eis jetzt irgendwie dann bei dir was ausmacht, wenn Feuer nichts ausmacht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber dazu müsste ich dich erstmal treffen. Lauf mal irgendwie weg. Nee, der hat offenbar eine so hohe Magieresistenz, das kann ich vergessen. Ich kann es höchstens mal mit dem Bogen probieren. Gut, Chachanio. Mache ich Schaden bei dir? Tja, ah ja, doch, ich mache Schaden. Okay, ich werde es mit Pfeil und Bogen probieren. Das wird allerdings ewig dauern, darum Tempo.
Puh, das war Glück, dass er sich festgebackt hat. Da muss ich echt aufpassen, weil Clankrieger sind mit dem Feuerpfeil nicht zu besiegen. Aber ich finde, Krusch-Urok. 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 Hier liegen 4, also noch ein Krusch-Urok, jawohl. Dann hier irgendwo ein Krusch-Agash und außerdem Waldbeere, rohes Fleisch und 2 Waldbeeren, 2 Nachtschatten. Essenz, 3 Höllenpilze, Orkblatt. Essenz, 3 Höllenpilze, Orkblatt. Waldbeere, rohes Fleisch und noch einer. Habe ich jetzt schon alle? Das scheint so. Okay, ich muss nichts nachtanken. Dann mal im Schweinsgalopp zurück zur Brücke. Und hier gibt es ein Eichenblatt. Noch gar nicht eingesammelt. Ja, da ist die Brücke. Und hier bleibe ich hängen. Klasse. Also. Es sollte jetzt hier relativ leer sein. Da ist noch einer. Was bist du für einer? Clankrieger, das ist schlecht. Weil den bekomme ich nur mit Pfeil und Bogen klein. Speichern. Also, was sind das da für einer? Clankrieger, das ist schlecht. Und der andere? Orkrieger, das ist gut. Oh, von rechts kommt auch noch einer. Jetzt habe ich einen Clankrieger an der Backe. Und muss mal versuchen, den irgendwo hinzuziehen, wo ich ihn klein machen kann. Ah, Hit! Oh, du bist so doof manchmal. Da konnte man doch wohl hochklettern. Oh, was ist das da für einer? Ein kleiner Baby-Ork. Ja, was heißt Baby-Ork? Ich mach gar keinen Schaden. Weg! Ich darf mich nicht bei dem Clankrieger treffen lassen. 2 Schläge vom Clankrieger und das war's. Irgendwer ist mir auf den Fersen. Das ist der normale kleine Ork. Das hört sich ja eigentlich ungefährlich an. Also Ork hört sich ungefährlich an als Ork-Krieger, richtig? Ja, der geht. Danke. Was mir aber auch, Krusch-Warok, auch nicht hilft bei dem Clankrieger, weil der ist wieder abgedampft. Ich finde eine Pfeife, 3 Erz, Rasiermesser, 3 Münzen, 2 rohes Fleisch, Brot, Käse, Wein und 3 Bier, die du in der Hand hast. Hätte ich etwa mit dir reden können? Das sah fast ein bisschen aus wie so ein Quest-Ork, aber ist mir egal. Ich bin hier am Jagen. Außerdem hätten die mich an der Brücke davon ja sowieso nicht in das Lager reingelassen. Also hole ich mir das alles mit Gewalt. Ich brauche die Erfahrung. Wenn man sämtliche Diebestalente und sämtliche magischen Kreise lernen will, dann braucht man halt viele Lernpunkte. Und ich habe sowieso ein bisschen die Befürchtung, dass ich das gar nicht schaffe. Weil, na, ich weiß ja nicht. Ich brauche ja immer mehr Punkte dann. Und wenn das mit den Kreisen der Magie auch so ist, dass ich immer 5 Punkte mehr brauche, und ich glaube, das ist so, dann das nimmt da ja Ausmaße an. So, der läuft zurück. Dann kann ich mal gerade hier plündern. Krusch-Urok und Krusch-Urok. Dann werde ich mal gerade ihn heilen und speichern.
Okay. Also. Da sind noch Orks. Die hätte ich jetzt gerne in Ruhe gelassen. Der Clankrieger ist derjenige, welcher... Ach, die kommen wieder von rechts, oder? Ich habe mehrere die Waffe ziehen hören. Und den Clankrieger muss ich irgendwie zu der Klippe ziehen. Weil ich unglaublich lange brauche, um ihn mit Pfeil und Bogen klein zu machen. Ich werde das auch mal beschleunigen. Ja, da war der Clankrieger schon wieder weg. Scheiße. Krischbarock. Becher, 14 Münzen. Dann gibt es wahrscheinlich einmal Seraphis, jawohl. 2 Waldbeeren, 2 Nachtschatten, Brot und 4 Bier. Und hier 16 Erz, ein Becher, 14 Münzen. Essenz heilender Kraft, Eichenblatt, Seraphis, Wein, 6 Bier. Und einmal Krushvaruk oder so ähnlich. Ja. Nächster Versuch. Ich werde jetzt den Helden heilen, speichern, dann da wieder hinlaufen, wieder den Clankrieger versuchen anzugreifen und dann wieder hier irgendwo in die Pampa rennen und versuchen, was auch immer mir folgt, klein zu hauen. Huiuiui, Tiffy. Das ist nicht einfach. Das geht auch voll an die Pfeile. Krusch, Agasch. Und läppische 9 Erzbrocken, 2 Waldbeeren und einmal Seraphis. Grrr. Ja, jetzt habe ich da nur noch so 2 oder 3 Orks rechts um die Ecke, die mir aber weniger Sorgen machen, weil ich da ja einmal den Feuerpfeil wieder auspacken kann. Und dann war da dieses Tor. Da sollte ich nicht dran rütteln, aber ich bin natürlich gespannt, ob es da irgendwo eine Truhe gibt, die ich mir unter den Nagel reißen kann. Und wenn das dann da so wäre, würde ich das natürlich auch tun. Und dann habe ich schon fast keine Idee mehr, wo ich weiter jagen gehen soll. Naja, kommt Zeit, kommt Rat. Erstmal hier hinten nach dem Rechten schauen. Wo sind da noch Gegner? Da hinten? Da sind noch 1, 2, 3, 4, 5 mindestens. Ich zähle 5. Ich werde ihn mal gerade heilen und speichern. Okay. Die tanzen fleißig. Und ich werde ihn mal einheizen. Oh. Ach, die kommen gar nicht alle. Es sind immer noch 5. Was ist denn da los? Füllen die sich auf oder was? Der tanzt! Oh je. Yeah. Den Loot der beiden hinteren kann ich vergessen, ist aber auch egal.
Auf die Punkte kommt's an und... Sie bleiben stehen. Tja, das war ein großer Fehler. Ich mache ja kaum Schaden bei dem, was ist denn da los? Haben die unterschiedliche Resistenzen? Weil da gab es doch die anderen, die waren doch sehr viel anfälliger gegen den Feuerpfeil. Tränke, 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 Tränke. Ah, wo sind denn die Tränke? Scheiße. Man kann den brutzeln, aber das ist ja unglaublich schwierig. Mit der gleichen Menge an Feuerpfeilen habe ich doch sonst 3 von diesen komischen Orks platt gemacht. Ach, komm du mal her. Wo bist du denn? Ach, der läuft bestimmt Richtung Weg. Ja. Hast du einen Feuerschutzring rum oder was? Oder haben die dich mit blutfiligen Spucke eingerieben, dass das die Flammen abhält? Das ist ja wirklich nicht normal. Oh, keine Experimente. Keine Experimente. Jetzt kriege ich dich. Nur 150. Krass. Krischwarok. Und du hast gar nichts dabei. Ey, so viel Aufwand und dann kann ich dich nicht mal looten. Oh, scheiße. Oh, erstaunlich. Und irgendwie auch beängstigend. Aber die waren ja nicht alle so. Von denen, die jetzt angerannt kamen, waren ja auch 2, 3 ganz normal. Ganz normal feueranfällig. Ja, der ist doch anfälliger. Oder? Ja, kann täuschen. Egal, Tempo. Na, das geht mit Eispfeilen sehr viel besser. Die scheinen entweder gegen Feuer oder gegen Eis resistent zu sein. Krusch, Schwaruk und ja, gar nichts. Die haben ja nichts. Die haben Schweine. Seltsam, seltsam. Ich probiere es bei denen, die da jetzt um das Feuer herumtanzen, mal mit Eispfeilen. Das ist ein bisschen weniger zeitfressend. Und auch deutlich weniger Mana-fressend. Tschüss. Ah, der ist wieder relativ resistent. Uiuiui. Ah. Ja, die gehen alle beide. Tempo. Nummer 1 von 2, Krusch-Warok. Und nichts zu finden. Der hat nichts dabei, ich kann ihn nicht aufmachen. Also könnte ich schon, rollenspielerisch, aber seine Eingeweide interessieren mich nicht. Stattdessen interessiert mich viel mehr, was die da hinten bei diesen Hütten hatten. Und da ist nur noch einer, der mich davon abhalten kann, mir das näher anzuschauen. Und der ist, ne, es sind 2, oder? Ne, doch nur einer.
kommst du dir nicht ein bisschen einsam vor, mein Kleiner? Und? Weg. Perfekt, ich finde was. Krusch, Warrock. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Hier gar nichts. Und hier Orkhütten. Sie haben einen Scavenger am Spieß gebraten. Und besitzen offenbar keine Truhen. Das ist schade. Das ist sehr schade. Da ist so eine fiese, versteckte Ecke, aber nichts drin. Da ist auch nichts. Ja, außer Erfahrungspunkten nichts gewesen, oder wie? Na gut, ich beschwere mich nicht, aber... Irgendwas hätte doch liegen können. Wenigstens so ein Ork-Müllhaufen mit ein paar Knochen und... Keine Ahnung. Irgendwas zum Einsammeln. Ein paar Pilzen oder so. Aber wahrscheinlich haben die alle selber gefressen. Also hier finde ich nichts. Finde Telekinese irgendwas, was ich nicht sehe? Ja, da liegt noch was. Tatsächlich. Und zwar einmal Kusch irgendwas. Dahinter gibt es bestimmt noch etliche Orks. Oder? Soll ich es aufdrehen oder soll ich das nicht aufdrehen? Tja, gute Frage. Erstmal heile ich dich und speichere. Ich versuche mal, ob es überhaupt geht. Hier. Die Winde klemmt. Da ich noch grob in Erinnerung habe, dass es so einen Windenbug gab, werde ich mal lieber laden. Gut, also ich nehme an, dass ich hier irgendwann später rein kann und muss und soll und darf. Und hier oben drüber geht's nicht. Das sieht ja eigentlich recht seicht aus, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen. Ich habe auch keine Erinnerung mehr an diesen Teil hier. Ich hoffe aber sehr, dass die Winde irgendwann funktionstüchtig ist. Sonst habe ich ein großes Problem. Und hier scheinen irgendwelche unsichtbaren Wände zu sein, weil hier kann man ja eigentlich drüber springen, aber das funktioniert nicht. Doch. Komm schon, Held. Hüpf. Ah, dieser scheiß Baum hier. Oh, danke Baum. Nee, doch nicht danke Baum. Komm, komm. Ach, schade. Sonst könnte ich auf dem Felsenkamm langlaufen. Ah, jetzt eine Fleischschwanze sein. Ja, ich könnte hier oben drauf langlaufen und dann da reinschauen oder reinschießen sogar. Wenn ich hier nicht im Gebüsch festhänge, was ich aber tue. Die Form zu wandeln wird daran auch nicht viel helfen oder ändern. Ja, das lasse ich mal. Ich baue darauf, dass irgendwann später die Winde nicht mehr klemmt. Ich hoffe das sehr, dass dieser Bug weg ist. Okay. Ich bräuchte noch 3.500. Woher nehmen und nicht stehlen? Das ist ja die Frage. Komme ich hier eigentlich hoch? Nee. Tja, alles Idioten sicher gebaut. Für so Spieler wie mich. Die versuchen überall hinzukommen, wo sie gar nicht hin sollen. Tja, während ich das noch ein bisschen hier versuche, überlege ich gerade, ob ich mir den Hals brechen soll, wenn ich hier runterhüpfe. Das ist ja Wasser.
Mann, jetzt kann ich vergessen. Überlege ich gerade, wo ich als nächstes jagen soll. Die Orks waren ja sehr ergiebig, was Lernpunkte angeht. Und ich habe nicht so wirklich eine Idee, wo ich was ähnlich Ergiebiges finden soll. Ich könnte jetzt nochmal in die alte Mine reinlaufen. Da war ich in diesem Kapitel noch nicht. Das sollte ich machen, solange sie noch zugänglich ist, und dort mal noch ein paar Pfeile einsammeln von den Händlern, die da sind. Und schauen, ob noch mal ein paar Minecrawler aufgetaucht sind in den Seitenschächten. Aber Minecrawler, na, die geben 100 irgendwas Punkte auf, ja. Pro Stück, das ist ja jetzt irgendwie auch nicht die Welt. Was ist denn das hier? Komme ich da rüber? Bei einem dicken Satz. Ja. Oh, das waren die Feuerwaren. Eine Scheiße. Feuerwarane sind doof. Aber ich finde was. Grabmoos. Und hier oben bin ich vor Feuerwaranen nicht sicher. Auf keinen Fall. Schnell irgendwie an denen vorbei. Ja, das sollte funktionieren, ohne mir hier eine einzufangen. Und auf diese Berge komme ich trotzdem nicht hoch, richtig? Ist alles zu steil. Oder komme ich da drauf und kann da laufen? Glaube ich nicht. Nee, kann man nicht laufen. Dann ist es halt so. Okay, also. Alte Mine wäre nochmal einen Besuch wert. Und dann fehlen mir so allmählich echt die Ideen. Sumpfhaie. Stimmt, Sumpfhaie könnte ich mal probieren. Ob ich die jetzt erjagen kann mit Feuerpfeil oder Eispfeil. Das könnte klappen. Habe ich noch nie ausprobiert. Da hinten kommt man auch nicht ohne weiteres hin. Schade. Hier vorne ist irgendwo wieder mein Liebling. Und zwar nicht Xardas. Der immer noch nicht da ist, oder? Weil ich war mal aus dem Spiel draußen zwischendurch. Nö, keiner da. Ich hoffe, der ist da. Irgendwann. Ja, dann werde ich jetzt mal eine kleine Beschleunigung, einen kleinen Schweinsgalopp einlegen. Und zwar in Richtung alte Mine. Weil es ja auch schon wieder Abend wird allmählich. Was in der Mine aber egal ist. War ich hier oben schon? Nee. Aber da oben ist da auch nichts mehr. Xardas Turm, da ist doch nur unten was, oder? Ach, ich verstehe es nicht. Naja, mal sehen. Also, ich werde jetzt aufmachen, den Helden und mich, in Richtung alte Mine. Dabei muss ich erstmal an diesem hässlichen Typ hier vorbei, da vorne irgendwo, aber das wird mir hoffentlich gelingen. Und dann, ja, geht's im Schweinsgalopp dahin und dann geht's in der alten Mine weiter.